Hallo Adrian. Hi. Du hast es geschafft in die Top 16 hier in Köln beim CCG Crowned Open. Glückwunsch dafür. Du hast ein pures Solo gespielt, was du uns jetzt mal präsentieren möchtest. Ja. Dann fangen wir doch mal an mit dem Main Deck, die Monster. Was gibt's denn da? Spiel halt erstmal die Speedrides. Ja. Der Terra Top, ein Tanky Tombo. Die glitzern so. Den sieht man öfter als den da. Ja. Dann halt direkt mit dem Zeus. Zwei Blades. Mhm. Zwei Ratten. Und drei Rooktail. Mhm. Ich fand Blade am schlechtesten von den ganzen, aber das Problem ist, wenn dein Gegner nicht nach einem Zug oder zwei Zügen zusammenschiebt, dann braucht man halt einfach noch Monster im Deck, die überhaupt angreifen können. Ja. Ja. Und dann spiele ich drei Handtraps, das ist ein Maxi und zwei Krähen. Okay, wie kamen die Krähen im Main? Die Krähen kamen sehr gut im Main. Das liegt erstens daran, dass ich nur einen einzigen Würfelwurf gewonnen habe im ganzen Turnier. Und als Go-Second-Karte ist sie gegen jedes Matchup gut. Also alle, die die Zeus spielen, ist es gut, mhm, weil fast jedes Zoo-Deck die Lunar Light Combat. Gegen Eidolon ist es gut, gegen Metal Fall halt immer die Fusion wegbanischen. Gegen Infernite natürlich auch. Ja. Und auch wichtige Karte gegen Schnee, weil Schnee die Hasskarte für einen Zoo-Spieler ist. Und dann ein Lunar Licht, schwarzes Schaf. Okay. Recht wenige Monster, oder? Das sind so Standard. 15. Man spielt halt so um die paar 20 Spells, denke ich. Ja. Dann kommt die Spells, 3 Barrage, ja, 3 Tanky. Das ist klar, das sind halt eigentlich ein weitere Monster. Mhm. Dann halt 3 Instant Fusion. Okay. Auch halt die extenden dein Play, falls du gestrikt wirst und du dann keine weitere Summon hast, dann bringt der dich nochmal ins Spiel und halt auch wegen der Lunarite-Kombo. Mhm. 2 Chalice, ich fand Chalice mega gut, die sind sowohl defensiv als auch offensiv nutzbar. Also wenn man anfängt halt runtersetten, ist ja so ein halbes Strike, hat einen wirten Effekt. Und auch wenn man Second geht, wenn dann Trident liegt und deine Normalbeschwörung wegschießen will, kann man halt einfach die Chalice. Mhm. 2 Twinfister gegen Paleo Pendel. Okay. Ja, 2 Fusion Subs. Ja. Ganz klar für die Draw 5 Combo, die ich nicht einmal hinbekommen habe. Okay. Also ich hatte ein einziges Mal Ratte plus Instant Fusion und habe ich Dedek hier bekommen. Das war sehr toll. Aber sonst. Aber trotzdem ist die Kombo sehr wichtig. Ja. Ja. Dann halt nochmal 3 Boardwipes, 2 Darkhold, 1 Raigeki. Die waren auch mega gut. Auch sehr wichtig gegen Metal Four, weil ein Metal Four-Spieler eröffnet halt mit Transia, Mithrilium und dann nochmal Quick Fusion. Und wenn du dann nochmal einen Darkhold hinlegst, dann hat man sozusagen einen Schuss oder einen Saugen weniger, was der Gegner aufhalten kann. Und so bekommt man Plays. Ja. Okay. Ja. Und dann nochmal ein Book of Moon. Ich habe das gut gespielt. Aus dem Grund, weil es einer meiner Lieblingskarten ist, als auch, weil es mein einziges Crystal Ring Out ist. Ah, okay. Also, wenn der Crystal Ring kommt mit den Good Witches. Ja, ja. Okay, cool. So, das geht ins Bild. Und dann noch die Traps. Ja, die Traps sind ziemlich kompakt. Sind 3 Strikes, 3 Barrier, eine Combo. Mhm. Okay. Ich bin im Großen und Ganzen mit allem zufrieden. Smart, kein Warning. Kein Warning, weil Handtraps zu annullieren mir wichtiger war. Ah, okay. Und ich denke, Warning wird im nächsten Format, wenn die True Dracos kommen, wieder gut. Okay. Combo habe ich ab und zu rausgebordet, weil ich nichts gefunden habe, was ich rausbauen möchte. Mhm. Gut, sonst warst du zufrieden mit dem Main Deck? Ich war ziemlich zufrieden. Ich habe aber kaum Zeit gehabt zu testen. Mhm. Ich wurde so ein paar Tage davor angeschrieben, so willst du mitkommen, hast du Lust? Und ich so, ja, kann man machen. Und dann hieß es so, was machst du gegen Dinos? Und ich so, was machen überhaupt Dinos? Also gar keine Ahnung gehabt. Und ich bin eigentlich mehr gekommen wegen den Leuten, die da sind, um ein bisschen Spaß zu haben und nicht um Yu-Gi-Oh! Zu spielen und zu gewinnen. Aber wenn man beides haben kann, wieso nicht? Ja, wenn du deinen Spaß hattest, dann ist doch alles super. So, kommen wir jetzt zum Extra? Ja, ja, gerne. Das Extra, ein Flamara, weil er stark ist. Mega gut. ich habe 3 Trachter gespielt, was eigentlich fast niemand spielt. Mhm. Das kam zur Wahl, weil wenn das Spiel sehr lange dauert und du keine Ressourcen mehr hast im Extra-Deck, dann beschwörst du manchmal irgendein Monster und legst einfach den Trachtzeug drauf, um den Gegner nochmal in seinen Zug irgendwie aufzuhalten. Mhm. Und der ist einfach der wichtigste und auch der beste von denen. 2 Bullen und 2 Tiger sind klar. Mhm. Da habe ich halt nur einen Eberbogen gespielt, weil man ihn nicht so sehr braucht. Er ist eigentlich nur ein Material, um abzuhängen. Man kann ja meistens mit Emerald den wieder reinmischen. Ja, Emerald und auch Combo. Ja, genau. Dann 2 Emerald. Mhm. Klar. Ein Norden.
der wird abused, bis es nicht mehr geht. Ja, der ist viel zu wichtig. Dann habe ich das Utopia-Paket gespielt. Okay. Kam das öfters mal raus? Das kam sehr oft raus. Ich habe es nicht erwartet. Okay. Also, um ehrlich gesagt, ich habe den Utopia gespielt, weil er Ulti ist. Das war so die erste Wahl, wieso. OTS 4, ne? Ja. Ja. Selbstgezogen? Ja. Lacker. Glücklich, ja. Okay, ja, und ich habe es einfach nur aus Spaß reingemacht, weil ich hatte eigentlich nicht das Ziel, so irgendwas zu gewinnen. Und es kam echt sehr oft vor, halt auch gegen Zeus oder sonstiges, weil wenn du mit Chalice irgendein Monster da auf 400 runterbringst und dann mit Utopia angreifst, ist einfach extrem viel Schaden. Ja, klar. Okay, dann hast du noch zwei weitere. Das ist der Totoblatt. Genau, alles klar. Gut, dann haben wir noch das Side-Deck. Ja, mit dem Side-Deck. Das tote Flamara. Ist das jetzt unterschiedlicher oder? Das ist zweimal dasselbe. Ah, okay. Ja gut. Eigentlich sogar von Futidi. Oh, unterschrieben oder? Nein, das ist seiner, der hat ihn mir geschenkt. Jetzt geht's los. Drei Denkos gegen Paleo. Ja. Ja, ich habe nicht gegen Paleo gespielt. Ja, also ich hatte vor Paleo am meisten Angst. Weil ich die letzte Zeit auch so, wenn ich so gespielt habe, habe ich oft gegen Paleo gespielt und es sah ziemlich einseitig aus und deswegen kam halt Denkos in Zeit. Okay. Drei Lullaby of Obedience. Die sind mega gut, oder? Die ist ultimativ stark. Ich hab, also, die sidet man gegen alles rein, was Terratops oder Ratte spielt. Ja. Und sechs Terratops im Deck zu haben, ist einfach viel zu unfair. Ja. Was auch sehr, sehr, sehr gut ist, wenn du deine Combo machst, und dann fünf Monster schon zu irgendeinem Zeitpunkt auf dem Feld hast, was nicht selten ist bei der Combo, und dann die noch auf der Hand hast, kannst du die aktivieren, Max C sagen und der Gegner muss sie dir auf die Hand geben. Ja. Das ist zu unfair. Ja, cool. Dann zwei Necro Valley. Die ist sehr gut gegen Infernite. Gegen Paleo ist sie nicht ultimativ stark, jedoch bekommt sie eine Menge Aufmerksamkeit. Sprich, der Gegner muss sein Dino Muschus oder sein Uleonidus für diese Karte verbrauchen als für anderes. Ja, ja. Und als auch gegen Eidolon, für den Fall, dass ich gegen nur SBA spiele. Okay. Also alles, was mit Grave spielt, ist einfach zu stark. Zwei vergeltende Cs gegen Lunalight Combo, Eidolon, Blue Eyes, ja. Metalfall. Zwei Chain Disappearance, die waren nicht so gut. Also ich habe die reingesided, oft wenn ich angefangen habe, gegen Decks, so, also gegen Eidolon, Infernite und sonstiges. Aber die kamen nicht. Die war okay, aber nicht übertrieben gut. Und dann zwei Anti-Spells und sozusagen anstatt das dritte Anti-Spell ein Order. Ja, okay. Ich habe noch eine Frage zu den Necro-Valleys. Hast du überlegt, da mal noch die Kommandanten mitzuspielen? Ich wollte eigentlich drei Necro-Valleys spielen und nur zwei Denkos. Jedoch war meine dritte ultra-rare. Und deswegen habe ich mich dagegen entschieden, sie zu spielen. Ja, ich habe das schon mitbekommen jetzt hier so während des Videos, alles in High-Rare. Das ist echt, also... Ich bin wirklich nicht so hingegangen, so ich brauche jetzt das beste Deck mäßig. Ich wollte einfach nur Spaß haben und da hat es mich auch nicht gejuckt, ob ich zwei oder drei spiele. Also ich würde, bevor ich den Kommandanten spiele, würde ich ein drittes Necro-Valley spielen. Okay. Weil der Kommandant könnte gestrikt werden. Ach so, ja stimmt, ja. Daran habe ich gar nicht gedacht. Ich dachte eher so, du hast ja noch ein Monster im Busfall. Auch, ich denke auch im nächsten Format, wegen der neuen Handtrap, die rauskommt, der Kommandant könnte dann auch dadurch gejuckt werden. Ja, stimmt. Ja. Alles klar. Gut, willst du noch jemanden grüßen, etwas sagen? Ja. Hattest du Spaß? Ich hatte auf jeden Fall Spaß, da ich viele Leute gesehen habe, die man sonst nicht so oft sieht, wie dich zum Beispiel. Ja. Und sonst und alle YouTuber, die ich heute sehen konnte, war nett, mit denen ein bisschen so zu labern. Und Grüße an Max, der nicht dabei ist. Ne? Ja. Und ich habe dann auch ein paar Leute zu grüßen, auf jeden Fall. Fang an. Ich muss die Silvia grüßen. Die Inga muss ich grüßen, alle Freunde, die mitgekommen sind, auch dich jetzt, obwohl du kurzfristig ja nicht mal wusstest, ob du kommen willst oder nicht. Ja, das war ja eine spontane Sache. Und sonst noch meinen großen Bruder. Wie heißt er? Ja? David. Ja, ich kenne auch noch von damals. Coole Socke auf jeden Fall und du siehst ihm so ähnlich, ey. Gut, alles klar, dann haben wir das. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und danke für das Interview.